Einen wunderschönen guten Abend, ihr Schuppenkriechtiere da draußen, und herzlich willkommen zurück zur 15. Episode in Stellaris. An meiner Seite ist wie immer Captain Andes. Jawohl, und ja, was ich in der letzten Episode ganz vergessen habe zu sagen, deswegen wollte ich es nochmal kurz einwerfen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, vielleicht schaut ihr nur Stellaris und es ist euch deswegen nicht aufgefallen, weil ich es nur in Stardew Valley bis jetzt erwähnt hatte. Ich habe mir einen neuen Bildschirm gegönnt, das heißt, ab jetzt gibt es echtes Full HD in 1920x1080 Pixeln im 16:9 Format. Ich hoffe, ihr freut euch darüber genauso sehr wie ich, denn das heißt, ab jetzt keine schwarzen Ränder mehr in den Videos. Genau, das wollte ich nur einmal loswerden. Das wäre es im Prinzip auch schon von meiner Seite. Captain, hast du noch was hinzuzufügen? Erstmal nicht. Von mir aus können wir loslegen. Okay. So, du warst ja noch ein bisschen mit revoltierenden Banden im Konflikt. Wie hat sich das entwickelt? Ja, so ist es. Es ist ja so, wie gesagt, dass ja sich da diese Abspaltung da bei mir passiert ist, weil ich da so ein bisschen Murks gemacht habe, nicht richtig aufgepasst habe und auch nicht so richtig wusste, was ich überhaupt machen kann. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen schlauer wieder, nachdem das passiert ist. Und ja, mein erstes Ding wäre halt also diese Leute wieder in meine Nation einzugliedern. Ich muss halt noch schauen, wie ich das hinkriege, weil aktuell flottentechnisch sieht es bei mir nicht so optimal aus. Die andere Flotte ist genauso stark wie meine. Und das heißt, ich könnte natürlich jetzt ins Gefecht gehen, aber das wird mich wahrscheinlich dann doch zu viel eigene Schiffe kosten. Daher muss ich jetzt erstmal ein bisschen warten und ein bisschen meine vorhandene Flotte ausbauen, bevor ich da quasi in den Minikrieg ziehe, sozusagen. Ja, klar. Ja, bei mir, ich bin natürlich immer noch, oder versuche immer noch, den Gaia-Planeten, ja, zu meinem Eigentum zu machen. Im Moment baue ich auch noch an einem Kolonieschiff. Das sollte eigentlich auch im Prinzip gleich fertig sein oder in Kürze. Und dann hoffe ich, dass ich mir durch diesen Gaia-Planeten auf jeden Fall einen ordentlichen Vorteil erschleichen kann, wenn du so willst. Schauen wir mal. Du wolltest was sagen? Hau raus. Ja, ist der Gaia-Planet denn bei dir direkt irgendwie um die Ecke oder ist er ein bisschen weiter weg? In welchem System hängt er denn eigentlich ab? Der ist im System Holdebana, also der heißt ja, okay. Tatsächlich so, und der ist halt nicht wirklich bei mir, also einmal um den Gegner herum, aber ich beabsichtige sozusagen, den Gegner auch direkt in die Mangel zu nehmen, um sozusagen seine Ausbreitung zu verhindern, um meine eigene zu forcieren. Ihn also das quasi direkt umkreisen. Ganz genau, ich will ihn schön umarmen, bezirzen und dann natürlich, wie nennst du es so schön, befrieden am Ende. Ja, wunderschön. Genau, und deswegen im Prinzip ist bei mir jetzt momentan erstmal Sendepause im Moment, also im Sinne von, ich kann einfach nichts machen, außer Sendepause zu machen, warten, bis halt eben mein Kolonieschiff fertig ist. Deswegen, wenn du mit Worten den Raum füllen willst, darfst du das natürlich gerne tun, weil ich glaube, bei dir geht im Moment mehr ab als bei mir. Naja, jetzt auch nicht übertrieben viel mehr, weil natürlich ich auch vorwiegend gerade aktuell warte, dass eben halt meine Zerstörer, also meine Schiffe von der Zerstörerklasse fertig werden, um dann eben halt in die Schlacht einzugreifen. Aber so lange passiert bei mir halt auch nichts, da muss ich auch noch mich ein bisschen gedulden. Das Einzige, was mir so gerade noch spontan einfällt, ist, ich habe aufgrund von eines Tipps, den Kobi Jansen gemacht hat in den Kommentaren, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, ob es sinnvoll ist, nur auf eine Waffengattung zu gehen. Also ich habe ja nur Raketen ausschließlich und er meinte so, ja, ist vielleicht, kann man machen und Raketen sind auch potent und alles wunderbar, aber vielleicht sollte man ja da vielleicht doch ein bisschen, wie heißt es, Diversifikation machen und so ein bisschen das Aufteilen waffentechnisch. Und ich glaube, ich werde das tatsächlich machen. Daher habe ich auch gerade meine Forschung umgestellt auf rote Laser. Ich erforsche die jetzt halt auch. Und sobald die Forschung fertig ist, werde ich so ein bisschen, also nicht komplett, aber so vielleicht ein Drittel ungefähr immer Laser verbauen, damit ich eben halt sozusagen ja noch eine alternative Kampfmöglichkeit habe. Natürlich, also ich weiß natürlich, auf welches Kommentar du dich beziehst, ich habe es selber auch gelesen, da sind ja immer wieder Tipps an uns beide gerichtet, genau. Wobei ich sagen muss, inzwischen hat es sich von Tipps und Tricks zu Romanen oder Sachbüchern zum Thema Stellaris entwickelt, ja. Aber ist ja gut, wenn er viel zu sagen hat, Kobi, immer raus damit, teile dein Wissen mit uns.
Und ja, genau, nee, deswegen, also ich, nachdem ich dieses Kommentar gelesen habe, habe ich eben auch mich entschieden, dann, dass ich gesagt habe, okay, ich will eigentlich auch Raketen haben, weil ich mich nicht nur auf Laser verlassen will, um ja, halt einfach für jeden Gegner oder für jedes Gegnerschiff auch immer eine Waffe dabei zu haben, die gegen die es halt dann nicht gerüstet ist, ne? Weil wenn ein Schiff natürlich sich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel die Verteidigungsmodule gegen Laser holt und ich mit puren Laserwaffen angreife, sieht es ein bisschen schlecht für mich aus. Schlicht und ergreifend. Ja, so ist es, so ist es, ja. Deswegen, also das gilt ja auch genauso für mich für die Raketen. Da gibt es ja auch gewisse Verteidigungsmaßnahmen gegen die Raketen. Und es ist deswegen, glaube ich, auch sinnvoll, da ein paar Alternativen zu haben in dem Moment natürlich. Na klar. So, ja, ich freue mich gerade einen Ast, weil ich bin kurz davor jetzt wirklich, also mein Kolonieschiff ist gerade, springt gerade in das System rein, wo der besagte Gaia-Planet sein soll, den ich mir geiern will. Haha, was für ein Wortspiel. Und so, jetzt schicke ich den dahin und sage ihm, Planet kolonisieren. Liebe Freunde, es passiert. Es ist jetzt die pure, ja, es passiert einfach, was soll ich dazu sagen? Es passiert, ja. Und vergiss nicht, den Leuten Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, nur mal ja, so am Rande. Ja, die sollen mal nicht so sein. Wir sind doch hier Eulen, die können doch auch irgendwelche Insekten aus der Luft schnabulieren. Meine ja, Liebe. So ist es. So, jetzt bin ich am Überlegen, weil ja auch dahingehend Kubiansen gesagt hatte, ma, pass auf, Technologiepunkte bringen dir ja überhaupt nichts, also im Sinne von das Hauptgebäude, was ich gerade am Platzieren bin, die kann man ja nicht, da wirkt sich ja nicht dieser Multiplikator aus. Jetzt bin ich am Überlegen, was die schlauste Variante bei mir ist. Ja, ich glaube hier, auch wenn ich da zwei noch, also du siehst es jetzt gerade nicht, Captain, aber die Zuschauer, ich habe hier so zwei Blocker, die praktisch, nee, aber ich mach's hier, da muss ich eigentlich gar nicht groß nachdenken. Später wird es dann mir in die Karten spielen. Ja, mache ich. Wunderbar. Okay, jetzt bei mir startet tatsächlich jetzt die Kolonialisierung. Das finde ich richtig geil. Jetzt habe ich meinen ersten Gaia-Planeten. Ich glaube, sowas hast du bis jetzt noch nicht gefunden, oder? Nee, das stimmt. Sowas habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Das klingt schon sehr, sehr interessant, ja. Also hätte ich gerne auch einen, definitiv. Ja. Hätte ich da, nichts dagegen. Da kann man neidisch sein. Ein bisschen, ja. So. Naja, aber ein dafür bisschen. Ist ja der Rest bei mir noch etwas kleiner geraten als bei dir. So, aber du hast ja jetzt natürlich auf jeden Fall schon ein bisschen stressige Phase vor dir, ne? Drei neue Welten unter Kontrolle zu bringen, wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Definitiv, nee, das ist, weil es ist ja nicht so, dass jetzt, weil ich dachte mir, okay, komm, jetzt ist die Revolution ausgebrochen auf dem einen oder anderen Planeten. Also ich habe ja nicht alle Planeten verloren, sondern ja nur einen Teil. Und dann dachte ich mir, okay, dann passt es ja, aber nein, auf den Planeten, die ich behalten durfte, rebellieren die schon wieder oder fangen schon wieder an zu rebellieren und sagen, ja, uns passt das schon wieder nicht. Und das heißt, es ist jetzt nicht zu Ende, nur weil ein Krieg ausgebrochen ist oder so ein Mini-Krieg halt hier. Also, ja, klar. Das wird nichts. Das sind nur die Vorwehen auf noch Schlimmeres wahrscheinlich. Ja, wer weiß, ja. Jetzt muss ich halt gucken, es ist gerade meine Flotte fertig geworden. Mal schauen, ob ich diese Schlacht hier, die mir bevorsteht, auch gewinnen kann. Weil das ist ein bisschen, der hat nämlich netterweise seine Flotte auch noch neben der Raumstation geparkt. Und das heißt natürlich für mich, ich muss gegen Raumstation und Flotte kämpfen. Das ist natürlich nicht so toll oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, eigentlich. Na klar. So, ja. Ich sehe gerade, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Und die da wäre, was für schöne Nachrichten schreibt ja, die da? Ja, also offenbar, weil ich ja gerade hier diesen Gaia-Planeten besiedelt, sagt mir jetzt irgend so eine Rasse, dass wir kleine arrogante Säcke sind, mehr oder weniger. Und was wir uns dabei gedacht hätten, dass das nicht bemerkt werden würde, dass wir deren heilige Städte besudeln. Ups. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Und zwar, entweder ich kann ja sozusagen denen sagen, passt mal auf, wie ihr mit mir redet, mehr oder weniger. Oder ich sag denen, es tut mir leid. Nein, aber ich sag denen, komm, was wollt ihr von mir? Geht nach Hause. Die Eulen müssen sich ausbreiten, dann kommt halt, wenn ihr Krieg wollt. Ich weiß gleich, in ein paar wenigen Minuten werdet ihr mich wahrscheinlich wieder heulen hören. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Aber so sind halt die Eulen. Starrsinnig. Okay, es passiert schon. Jesus Christus, was ist denn hier? Okay, das klingt schon sehr, sehr gut. Erzähl mir mehr. Also da ist gerade eine Armee aufgeploppt
Und jetzt ohne Scheiß, die hatte eine Basisstärke von 14.000. Ja, Todespunkten, die mich zerstören wollen. Aber du konntest es noch abwenden. Nein. Sie vernichten gerade meine Flotte in 0 Sekunden. Okay, meine Flotte ist tot. Oh. Ja, da treiben noch die Schiffchen. Sieht sehr schön aus. Kleines Feuerwerk. Und was ist jetzt passiert? Die haben es einfach weggenommen. Die haben einfach meine ganze Arbeit, auf die ich zugearbeitet habe, eine Episode lang, für die Katz. Ich habe meine gesamte Flotte gerade verloren und den Gaia-Planeten haben sie sich auch genommen. Was ist hier los? Das klingt ja gut. Okay. Das klingt ja richtig gut. Ah, scheiße. Ja gut, damit muss man halt umgehen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spiel gleich sowas auf den Hals, an den Hals wirft, aber ich dachte jetzt, da kommt halt natürlich eine kleine Armee raus, aber doch nicht so. Ach was, die greifen mein Reich an. Jetzt komplett? Ja. Die sind auf vollen Zerstörungskurs und du kannst ja mal bei mir reingucken. Die sind jetzt gerade bei Yultub unterwegs. Okay, ich gehe mal zu Yultub. Ah, jetzt sind's, jetzt haben sie noch ihre Brüder und Cousins dazu geholt. Jetzt sind es 18.600. 18.000, ach du lieber Gott. Und kannst du den, hast du ein Friedensangebot vielleicht oben irgendwo bei deinen Gute Frage, warte, ich gucke. Bla bla bla, Bund der Harmonie verhandeln, weißer Frieden anbieten. Ah, wie kann ich das machen? Demütigung der Harmonie. Okay, die wollen mich demütigen. Unsere bedingungslose Kapitulation. Ja, es muss ja. Ich habe ja keine andere. Oh Gott. Okay. Sehr schön. Drehen Sie ab? Ja. Okay. Wir haben wieder Frieden geschlossen. Alles gut. Es ist im Prinzip nichts passiert, außer dass meine Armee verschrottet wurde, mein Kolonieschiff völlig umsonst bis zu dem Gaia-Planeten geflogen ist und ich natürlich jetzt eine schmachvolle Niederlage mir eingestehen muss. Aber ansonsten erstmal nichts weiter passiert. Also ich freue mich natürlich nicht über die Ereignisse von gerade eben, aber ja, habe ich mir wohl selber zuzuschreiben. Da war ich zu gierig. Eieiei. Naja, gut, ist halt jetzt so. Ja, man hat es aber auch nicht gewusst. Also ich hätte es jetzt auch nicht erwartet, dass da jetzt auf einmal die Kollegen so um die Ecke kommen mit irgendwie heilige Städte und so weiter. Das erwartet man irgendwie auch nicht, ne? Das habe ich auch nicht, definitiv nicht. Überhaupt gar nicht. Mich würde interessieren, also ich habe jetzt offenbar, also ich bin gedemütigt worden. Die einzige Möglichkeit hier in den Frieden zu kommen, war halt eine Demütigung zu akzeptieren. Jetzt frage ich mich nur, hat das eine Auswirkung, also im Sinne von Stats, das versuche ich gerade irgendwie zu verstehen, hat sich das irgendwo... Vielleicht in deinen Kontakten. Also vielleicht steht da jetzt sowas wie, die Leute mögen dich weniger, weil du ein Demütigter bist oder sowas in der Art. Das wäre natürlich möglich. Kann ja sein. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nach wie vor eigentlich recht beliebt, muss ich sagen. Also bis auf bei zwei Fraktionen, die mich abgrundtief hassen. Aber bei allen anderen, die würden schon gerne mal ein Käffchen mit mir trinken gehen. Also von daher, okay. Nee, das passt. Das klingt doch erstmal positiv, würde ich sagen. Ja, in Captain, du bist jetzt auch noch momentan im Krieg, ist das korrekt? Ich bin im Krieg, so ist es ja. Ja, dann musst du den schnellstmöglich beenden, dass wir endlich mal in den Bündnis kommen. In den Bündnis kommen, ja. Wobei ich hätte mit meinen 1000 Schiffen oder mit meiner Flottenkapazität von 1000 auch nicht gegen 14.000 was machen können. Also so ist es jetzt nicht. Nee, da hast du vollkommen recht. Aber ich sehe halt, dass die ganze Zeit die anderen Fraktionen sich zu Bündnissen zusammenschließen. Und, ne, also ich sag mal, jetzt als kleines Reich, wie ich es bin, wenn jetzt natürlich irgendeine andere Allianz sich denkt, ach komm, den zerschlagen wir und teilen seine Welten untereinander auf, dann habe ich ein Problem. Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Ja, nee, wir können, wie gesagt, sobald ich den Krieg beendet habe, können wir in die Allianz. Das ist nicht das Problem. Daran hängt es halt jetzt aktuell gerade ein bisschen. Und ich kann halt nicht schneller, als das hier passiert. Ich muss halt erstmal wieder die Planetenbomben mit Bomben bewerfen. Und dann angreifen und so weiter. Das dauert halt hier aktuell alles ein bisschen seine Zeit. Na klar, na klar.
So, ja, ich werde hier immer wieder, ich weiß nicht, wie es, ja, gut, du bist verhasst im Universum, soweit ich das weiß, ne? Genau, deswegen, dich will keiner, aber ich kriege hier die ganze Zeit Angebote zu irgendwelchen Sachen beizutreten, also zu irgendwelchen Sachen, zu irgendwelchen Bündnissen beizutreten. Aber natürlich sage ich dazu nein. So, ich werde jetzt auf jeden Fall, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, weil ich habe schon anderen potenziell interessanten Planeten gefunden, der hoffentlich keine heilige Stätte von irgendeinem aasgeirigen Volk ist. Die haben ja nicht mal eigene Planeten, weißt du, was ich meine? Die sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Ja, das ist halt so, der Gaia-Planet war halt auch zu schön, um wahr zu sein, ne? So ein bisschen, ja, sage ich mal. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das hätte ich mir denken können, dass es nicht so einfach gehen würde. Ja, aber sowas Ähnliches ist mir auch passiert, das letzte Mal. Glücklicherweise ist bei mir nur ein Forschungsschiff kaputt gegangen. Und zwar bin ich in ein System geflogen, um es zu erkunden. Und dann ploppt so eine Nachricht auf: Ha ja, da ist so ein Ringplanet oder eine Ringstation wurde gefunden. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Kannst du dir vielleicht auch mal ansehen. Mhm. Und dann fliege ich da halt rein, gucke gerade, orientiere mich mit meinem Forschungsschiff und sehe auch ungefähr eine, ja, Stationen- und Flottenkapazität von 7000. Und im nächsten Moment ist mein Forschungsschiff auch schon in Asche verwandelt worden. Ja, so sah es auch ungefähr aus, als deren Flotte meine Flotte angegriffen hat. Das ging wirklich so schnell, dass ich... Also ich hätte auch gar nicht reagieren können. Selbst wenn ich wahrscheinlich einen Rückzug befohlen hätte, hätte es wahrscheinlich nichts gebracht, weil sie mich halt einfach... Ja, mit einer Salve aus all ihren Rohren einfach pulverisiert haben. Man kann es nicht anders ausdrücken. Ja, sowas ist natürlich schon ein bisschen bitter. Schon ein bisschen bitter. Ja, aber da muss dann halt das zweite, wie heißt es, das zweite Kolonieschiff her und los geht's, ne? Ja, natürlich. Also eine andere Option bleibt mir schlicht und ergreifend nicht. Ich meine, gut, Gott sei Dank habe ich jetzt wirklich einen Planeten gefunden, der echt interessant ist. Aber jetzt ist mir gerade auch aufgefallen, ich muss ja jetzt meine ganze Flotte nochmal bauen. Oder meine ganze Flotte. Ich muss halt meine Flotte wieder bauen, weil ich habe einfach gerade gar nichts mehr. Ja. Das stimmt. Ja, nicht bevor irgendjemand auf die Ideen kommt und sich denkt, oh, was ist denn das für ein Opfer, sozusagen. Ganz genau, ganz genau. Das, also diesen Eindruck will ich natürlich nicht hinterlassen. Ja. So. Ja, okay, auf jeden Fall ein neues Kolonieschiff ist jetzt schon in Auftrag gegeben. Ich hoffe, dass sich das alles jetzt zum Besseren wendet nach diesem kurzen Schock. Gott sei Dank hast du mich noch daran erinnert, dass ich ja natürlich auch hier mich demütigen lassen kann. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich geschlafen, dann hätten sie mir die Hälfte meines Reiches vernichtet. Naja, gut, egal. Jetzt schwelgen wir nicht in alten Erinnerungen. Das ist halt jetzt passiert. So, Wie sieht's denn bei dir aus? Hat sich schon was getan, rebellentechnisch? Also bist du schon vorangekommen, oder? Ein bisschen. Also der eine Planet ist schon hier, niedergebombt. Also ich warte jetzt halt die ganze Zeit, weil ich ziehe meine Angriffstruppen, meine Bodentruppen gerade zusammen, um dann halt den Planet wirklich final einzunehmen. Und solange kann man ja die Bombardierungstruppen nicht abziehen, weil sonst... Ja, verändert sich das ja wieder, sonst ist es ja wieder weg sozusagen. Ja, klar. Ja, das ist halt bei mir, aber es dauert halt tatsächlich immer noch ein paar Minütchen, bis das halt überstanden ist. Und jetzt ist halt gerade wieder die zweite Welle bei mir eingebrochen, der Leute, die wegsterben. Ich habe gerade schon zwei Nachrichten bekommen, dass mir hier Leute verstorben sind. Jetzt muss ich gerade nur gucken, wer mir da verstorben ist. Ich glaube, mein Flottenadmiral, ne? Nee, doch nicht. Nee, keine Ahnung, wer ist denn da gestorben? Ach, meine Systemanführer sind mir gestorben. Ah, okay, beide Gouverneure. Auch schön. Wunderbar. Ja. Ja, da muss ich sagen, da hast du schon, da geht's dir schon besser, ne? Mit deinen 100, wie viel, 20 Jahren Lebenszeit oder wie viel das da war? Ich weiß noch gar nicht, wie alt sie tatsächlich werden können, aber bis jetzt bin ich noch nicht mal ansatzweise offenbar in das Alter gekommen, wo es kritisch wird. Und das kann ich einfach daran festmachen, dass wenn ich meine, Moment, ich zeig's einmal, so, ich gehe mal über meinen ältesten Anführer, den ich so finde, 102 Jahre alt. Er ist 102 Jahre alt und hat eine Todeswahrscheinlichkeit monatlich, du weißt ja, das wird immer gewürfelt, jeden Monat sozusagen hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 0%. Das ist ja mal nicht schlecht. Also ich denke mal, 150 können die durchaus werden, also vielleicht sogar älter. Ja, das ist eine schöne Sache. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Wie gesagt, bei mir werden sie so im Schnitt, naja, so 70 Jahre.
und dann gehen sie über die Wupper. Ja, das ist natürlich nicht besonders viel. Das ist halt ärgerlich, weil natürlich die ganzen Erfahrungspunkte dann schlicht und ergreifend verloren gehen, logischerweise, ne? So ist es. Das ist halt das, was wirklich schade ist, ja. Also klar, dass die halt sterben und so weiter, ist ja, steht ja außer Frage, ist halt, gehört halt zum Spiel und man spielt ja über die Jahrzehnte hinweg. Aber trotzdem bitter, weil alle Erfahrungen dann in dem Moment weg sind. Klar. Ja. So, ich sehe gerade, dass ich noch haufenweise untätige Menschen hier rumstehen habe. Oder Menschen halt, ja. Untätige Arbeiter. Das tue ich jetzt auch gerade aufbessern. Ich fokussiere mich momentan tatsächlich darauf, meine Mineralienproduktion, neben meiner Nahrungsproduktion natürlich, die auch halt hochgezogen werden muss und auch schon wird, hochzuziehen. Einfach weil ich mir denke, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt so vor, als ob die Energie-Credits, also ich weiß, sie sind wichtig, insbesondere für den späteren Spielverlauf, wenn die Flotten größer werden, der Unterhalt mehr kostet, etc. pp. Aber im Moment bringen mir die Energie-Credits im Prinzip nichts. Ja, ja, also hast du, also, ja, also, wenn man sie halt nicht hat, dann ist auch böse, würde ich einfach mal sagen. Aber ja, ansonsten, ja, klar, klar, klar. Aber ich sag mal, solange man ein halbwegs ausgewogenes Budget hat, ist erstmal alles in Ordnung. Das stimmt, ja. Wie gesagt, es kann schneller gehen, als man denkt, weil das hatte ich nämlich vorhin auch, dass ich im Grunde genommen, genug Geld hatte, genug im Plus war irgendwie 5, dann habe ich aber ein paar mehr Schiffe ausgehoben und schon war ich nicht mehr so sehr positiv im Budget. Also von daher ist das halt immer so eine Sache. Da muss man ja, halt klar, wirklich ein bisschen aufpassen. Das geht halt, wie gesagt, zuweilen dann schneller, als man erwartet hat. So, jetzt habe ich mir direkt mal einen Fail erlaubt, weil kurz bevor meine Bodentruppen angekommen sind, habe ich die Bombardierung abgebrochen und bis die da waren, ist natürlich jetzt schon wieder die Verteidigung gewachsen. Oh Gott, ey. Gott, ey, wenn man hier nicht aufpasst, was man macht, dann hat man den Salat. Aber sowas von. Und das geht schneller, als man gucken kann teilweise. Ja. Na gut, nochmal bombardieren das Ganze. Okay. Ja, also auf jeden Fall, genau, was ich vorhin schon gesagt habe, das eine System, das kannst du dir gerne mal ansehen, das sieht sehr, sehr cool aus. Und das heißt Sanctuary, oh Gott, schwieriges Wort für mich. Sanctuary. Also, und zwar, bei mir gibt es ja diesen lilanen Fleck, der sich gebildet hat, wo die Fraktion ist. Und davon ein bisschen mehr nach Osten gibt es ein Planetensystem. Da gibt es 2 Energie-Credits. Da gibt es so eine Riesenraumbasis. Siehst du das? Banago, System? Meinst du? Banago. Wow, wo bist du gerade unterwegs? Nee, weiter unten. Von diesem lilanen Fleck aus gesehen. Von Pirasur aus. Aber nach, in welche Himmelsrichtung? Nach Osten. Habe ich nicht Osten gesagt? Also Sanctuary meinst du, ja? Genau, richtig, ja, genau. Ich glaube da. Ah ja, ich sehe es. Oh ja, das sieht ja echt cool aus. Aber es sieht auch sehr feindlich aus. Es ist auch sehr feindlich. Ich weiß nicht, ob du die ganzen Ausrufezeichen auch sehen kannst, die es bei mir jetzt gibt. Genau, das war der Grund, warum ich gesagt habe, das sieht sehr feindlich aus. Genau, das sind halt Stationen, die einfach automatisch feuern und auch teilweise Armeen und mit mehr als 1000 Flottenpunkten pro Station, pro Armee und so weiter. Ist schon heftig da. Okay. Und da ist auf jeden Fall deine Armee pulverisiert worden, ja? Nicht meine Armee, aber mein Forscher ist da pulverisiert worden, genau. Ah, okay, ja gut, aber das geht ja doch vom Verlust her. Ja, nee, vom Verlust her war das alles nicht so schlimm, aber eben halt, wie gesagt, ich war schon leicht verblüfft, als das dann passiert war. Na klar, das ist ja vollkommen nachvollziehbar, das wäre mir nicht anders gegangen. Oh, ich sehe gerade, dass ich noch einen Gouverneur einstellen kann, beziehungsweise, Moment. Habe ich den einen nicht verwaltet? Ach, da. So, ja. Ja, da hat mich auch Kobi wieder darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen mehr darauf Acht geben muss, weil mir das ab und zu tatsächlich passiert, dass ich Gouverneure mir hole und dann vergesse, sie zuzuweisen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade drum, ne, um die Gouverneure. Ganz genau. Und, oh, ich sehe gerade, das Kolonieschiff ist auch fertig. Habe ich auch wieder verschlafen. So, ich bin gerade wieder so maßlos überfordert, weil ich mir halt denke, okay, womit fängst du jetzt als erstes an, nachdem man dir wieder alles kaputt geschossen hat?
Du bist quasi noch im Schockmoment, sagst du, ja? Mehr oder weniger, ja. Also ich bitte auch die Zuschauer, das zu entschuldigen, aber das war jetzt gerade wirklich ein ungeiles Erlebnis. Ein ja, wirklich sowas ungeiles kann Erlebnis. Schneller passieren, als man denkt. Hier, wie gesagt, das Spiel, wobei ich auch sagen muss, ich finde das ultra spannend, ne? Ich finde das richtig geil, weil zwischendurch hatte ich schon das Gefühl, ach ja, im Endeffekt kann dir nichts passieren und dann ploppt da halt so ein System auf oder so eine Feinde, die halt zigtausend Punkte haben und da muss ich sagen, da merkst du wieder, ups, okay, die Entwickler haben dann auch was in der Hinterhand gehabt, um dich zu überraschen und das finde ich sehr, sehr positiv. Nee, also ich auch absolut. Das ist ja nicht so, also ich meine, klar, es hat mich jetzt geschockt, das hat mich auch nicht sonderlich gefreut, aber das macht halt gerade den Reiz, ja, ich kann es auch immer nur wieder wiederholen, an Paradox-Spielen aus, dass es halt, es gibt nicht diesen Punkt von, ich bin jetzt unschlagbar, sondern es sind halt, es kann auch sehr schnell wieder zusammenbrechen. Wenn du nur eine Sache missachtest und wenn es auch nur die Finanzierung deiner Truppen ist und auf einmal du ins Minus rutscht und deine Truppen sich auflösen und weggehen, also ich weiß jetzt nicht, ob es in Stellaris auch so ist, aber so kenne ich es halt aus anderen Paradox-Spielen, dann ist halt in 0, nichts ein riesiges Reich fällt einfach in sich zusammen, weil man halt vergessen hat, die Infrastruktur dementsprechend auch anzupassen. Und das finde ich schon eine sehr spannende Sache auf jeden Fall. Also ich habe da auch großen Spaß an diesem Herausforderungsgrad, einfach nie zu wissen, was eigentlich noch kommt und was noch passieren kann. Und ja, man ist nie sicher. Genau, ja. Das stimmt, das stimmt. Das ist, ja, das macht einfach Spaß. Eben halt genau, ja, immer was Neues zu erleben. Also wie gesagt, ich feiere das eigentlich schon, auch wenn man natürlich in solchen Momenten sich denkt, nein, aber ich feiere es wirklich. Also es macht Spaß. Ja, definitiv. So, ich sehe gerade. So. Ja, nee, ja. Was wolltest du sagen? Hau genau, raus. Ich wollte gerade sagen, der Krieg ist beendet. Ah, wunderbar. Dann würde ich sagen, ne? Wir zwei ein bisschen so näher ineinander rücken. So ist es. So, ich bringe mal mein Kolonieschiff wieder in sicheres Gefilde, weil ich gerade gesehen habe, da wo ich hinfliegen wollte, da war ein Gegner und da ist natürlich das Kolonieschiff klugerweise sofort wieder rausgesprungen. Und jetzt muss ich gerade, das Problem ist nämlich gerade, ich habe festgestellt, dass ich mir dachte, so, okay, ja, ich baue jetzt einfach, ich habe meine Zerstörer ein bisschen umdesignt, ich habe den jetzt Raketenwerfer und Laserwaffen draufgeschnallt. Oder Raketenwerfer, also halt Atomraketen. Und hab mir dann gedacht, ah, Moment, du hattest doch den Raumhafen, um Zerstörer zu bauen, also diesen spezialisierten, wo das weniger kostet und schneller geht. Dann habe ich aber gemerkt, ach verdammt, ich habe noch nicht die Raumhafen Stufe 4 gebaut, also bin ich jetzt gerade dabei und so hat sich halt der ganze Rattenschwanz gezogen. Und deswegen bin ich immer noch dabei, dass ich immer noch keine Flotte habe. Wird sich aber jetzt in Kürze ändern, hoffe ich. Naja, der Vorteil, sage ich mal, der Zerstörung deiner Flotte ist ja auf der anderen Seite, dass du jetzt quasi eine schöne neue Flotte aufbauen kannst, mit auch Zerstörern entsprechend schon von Anfang an, sage ich mal so. Ja, so kann man sich schön reden. Ja, nein, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so dramatisch, es hätte mich viel mehr geschockt, wenn meine, also wenn ich auch eine wirklich, eine starke Armee gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, was, das kann doch nicht sein, aber es war ja, also ich hatte, es war halt meine größte Flotte, aber sie war dennoch nicht stark, weißt du, was ich meine? Mm, mm. So, deswegen nicht so wild. Und jetzt bin ich auch schon dabei, die Zerstörerwerft eben zu bauen. Die ist ja in guten 5 Minuten, denke ich mal, fertig. Und dann, ja, werde ich auf jeden Fall mit meiner neuen Flotte nachlegen. Ich hoffe, dass ich diesmal auch, ja, ein bisschen höheren Stärkewert hinbekomme. Und dann werde ich mir gleich den Planeten da hinten krallen, der mir schon die ganze Zeit ins Auge springt. Also, wo ich halt gerade vorhin entdeckt habe, dass da ja auch eine kontinentale Welt ist mit 22 Plätzen. Ich finde, das ist ganz okay. Ist nicht ja, auf klein. Auf jeden Fall. Kann man. Ja, 22 Plätze. Aber sag mal, was ist mir gerade aufgefallen? Hier die Leute, die sich von dir abgespalten haben, die Nation, die ist ja schon recht riesig geworden. Und die haben sich doch gerade eben den Gaia-Planeten geschnappt, oder wie sehe ich das? Ja, das haben sie gemacht. Jetzt kommt natürlich, ne, jetzt könnte ich eine Kritik äußern, und zwar, dass ich die sage, ich finde es wirklich nicht gut, wenn die KI nicht auf dieselbe Art und Weise bestraft wird wie ich für gewisses Handeln. Ja. Und das scheint hier der Fall zu sein. Also das ist halt immer so, ich weiß natürlich, dass die KI grundsätzlich cheaten muss, weil sie nicht spielen kann wie ein Mensch, das steht ja außer Frage. Aber das ist mir dann zu auffällig. Weißt du, was ich meine? So, ich konnte den Gaia-Planeten nicht haben, weil es halt eine heilige Stätte ist, aber wenn der Gegner kommt, dann ist es okay. Gut, vielleicht tauchen auch gerade die Gegner auf, wir kriegen es nur nicht mit und gleich wird hier
wird das hier alles zusammengeschossen? Ich weiß es nicht, aber es sieht im ersten Moment nicht danach aus. Ja, na klar. Also kann ja sein, kann sein. Kann sein, dass er da wirklich gerade auf die Mütze bekommt. Man weiß es nicht, ne? Eben. Wäre eigentlich nur fair. Eigentlich schon, ja. Finde ich auch. Ja, und dann, ich gucke halt im Moment noch weiter, wo gibt es eigentlich noch weitere Planeten? Ich hätte eigentlich hier auch Tundra-Welten noch, also noch eine zweite, die ich besiedeln könnte. Aber eigentlich würde ich natürlich meine Reichweite gerne möglichst weit fächern. Und so wirklich viele gute Planeten gibt es hier nicht mehr. Ach, da oben ist auch noch eine Gaia-Welt. Warum ist mir die denn entgangen? Vielleicht wäre das ja mal ein Versuch. Obwohl, nein, ich glaube, das ist auch wieder genauso eine selbe Geschichte mit der heiligen Stätte. Das ist mir zu riskant. Vor allem habe ich ja im Moment auch gar nichts, womit ich in den Krieg ziehen könnte. Naja, Captain, ich warte immer noch auf eine Bündnisanfrage deinerseits. Ja, ich auch, aber ich habe gerade geguckt und ich finde sie nicht. Ich bin gerade zu doof, diese Bündnisgeschichte zu finden. Okay. Ich habe, ich gehe hier gerade durch die Punkte, aber ich finde es einfach nicht. Wo es denn jetzt gerade zu finden ist mit dem Bündnis hier? Nee, ist mir fragwürdig. Ich kann dir alles Mögliche anbieten, aber kein Bündnis. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kannst du es von dir aus mal probieren? Ich probiere es mal gleich. Kleinen Moment. Ich versuche hier gerade noch. Schnell noch was zu machen. Okay. Im Übrigen, ich schmeiß schon mal die Pause rein, weil. Es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit. So, dann gucke ich jetzt natürlich mal direkt schnell noch nach, ob ich dir ein nettes Angebot unterbreiten kann. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo das Problem war. Direkt unter Krieg erklären ist ein Bündnis einladen. Okay, vielleicht habe ich, ja, ich habe, dann habe ich anscheinend immer wieder dran vorbeigeschaut, effektiv. Okay. Wie auch immer ich es gemacht habe. Damit okay, wären wir jetzt wunderbar. Auch schon verbündet. Okay, in dem Fall wollen wir nicht länger Zeit schinden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und das war's von meiner Seite bis zur nächsten Episode. Ja, ich hatte auch mal wieder viel Spaß und ich freue mich, dass meine Nation wieder vereint ist und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Also, bis dann.